Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic, wie immer. Und jetzt geht's weiter. Wieso leuchtet dieser Baum hier so merkwürdig? Wir sollen hier nämlich das Sumpfkraut für eine Nabalbesorgung des Koakalom geben. Ja, hallo Freunde. Sumpfkraut, ich nehme einfach mal mit, ne? Wer bist du denn? Viran. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Bal-Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Wir sammeln das Sumpfkraut. Es ist... Warum? Ja. Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen, das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Koakalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Gut, alles klar. Aber wir nehmen hier auch alles mit, was wir kriegen können. Denn wir brauchen diese Pflanzen unbedingt. Gut. Wieso leuchtet das hier hinten so komisch? Das ist die Barriere. Warum zeigt er die nicht richtig an? Aua. Jetzt weiß ich auch, was dieses Leuchten bedeutet. Das soll das... Ach, das... Das soll man vorher sagen können, oder? Aber wir laufen jetzt hier hinten weiter. So. Und dann suchen wir den nächsten. Da fliegen noch Fliegen rum, die wir erledigen könnten. Da ist noch ein Sumpfhai, den wir auf jeden Fall aus dem Weg gehen sollten. Da sind noch mehr Fliegen. Alles Punkte, Leute. Alles Punkte, die wir später brauchen werden. Ich hoffe, der Sumpfhai sieht uns jetzt aber nicht, weil sonst sind wir nämlich tot. Denn die Viecher werden wir, wie gesagt, gegen Ende des Spiels besiegen können. Aber bis dahin haben wir dagegen absolut keine Chance. Aua, nun lass mich doch mal in Ruhe hier. Mein Gott. Immer diese blöden Viecher. Zum Glück sind die Sumpfhaie noch recht entspannt in der Regel. Was die ganze Sache noch, ja, entspannt macht. Ansonsten, ja, diese, weil zum Beispiel die Sumpfhaie sind, die greifen fast gar nicht an. Auch andere Viecher greifen selten an. Aber nach meiner Erfahrung sind Sumpfhaie da fast am entspanntesten. Wie gesagt, man darf ihnen nur nicht zu nahe kommen. Dahin sind auch noch Pflanzen. Ich will hier alles gleich mitnehmen, weil die können da gerade eh nicht weiter, weil die Sumpfhaie da im Weg stehen. Deswegen warten wir jetzt hier kurz durch den Sumpf und sammeln die Pflanzen hier ein. Wunderbar. Denn die werden wir irgendwann mal brauchen. Erinnert euch an diesen Moment, die werden wir nämlich noch brauchen. Außerdem, wenn wir sie dann nicht mehr gebraucht haben, sind sie immer noch gut, weil sie recht viel Geld bringen. Jetzt können wir hier mal schnell rüberlaufen. Und dann dreht der Sumpf auch gleich um. Und dann ist gut. So. Wieso? Was war das denn? Leute, wie soll ich da denn durchkommen? Also wenn er uns sieht, sind wir tot. Wir müssen uns gleich beeilen. Oh, beeil dich. Ich denke mal, er hat es nicht gesehen. Doch, hat er, aber... So, aber die sind wirklich schneller als diese Viecher. Hoho. Alles weiter. Und weiter geht's. Ach Gott, ich hoffe, wir schaffen das noch rechtzeitig. Was heißt rechtzeitig? Wir sind auf jeden Fall rechtzeitig, aber...
Ich wollte eigentlich ziemlich schnell wieder im Lager sein. Wir sind jetzt ein bisschen mutig und laufen mal schon hier rum. Ach, diese Fliege könnte das jetzt nerven gleich. Wieso kommen die alle auf mich zu? Hilfe! Bloß weg! Bloß weg! Oh Gott! So, im Sumpf ist nichts mehr. Wir haben die Ernte, soweit ich weiß, zusammen. Oh Gott, das war das... Oh, diese Viecher, ne? Ihr habt das ja noch nicht gesehen, aber die sind echt... Die sind nachher noch knackig. Na gut, aber das haben wir geschafft. Und bloß hier rauf. Dann haben wir einen kleinen Schutz gegen die und weiter geht's. Und zurück. Dann können wir uns gleich geben, dann bekommen wir ein bisschen ein Küsschen und einen Klaps auf dem Moos und dann ist gut. Hier ist irgendwas versunken, was weiß man nicht. Egal. Wobei ich muss sagen, die Welt von Jurassic 1 ist theoretisch zu anderen Rollenspielen klein, aber verdammt hübsch. Also gut gemacht. Hallo. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Und wieder EP. Lass mich vorbei. Gut, wir haben also schon Level 7, haben wir jetzt. Das ist gut. Jetzt können wir hier durch. Wenn ich mit ihr ging, das hier oben, dass man hier durchlaufen konnte. Ja. Oder ging das hier nur in der Ecke? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging das hier, dass man hier so durchlaufen konnte. Zack, geht. Abrutschen, zack. Wir wollen nämlich jetzt nochmal zu Kurkalom. Und da könnten wir nämlich theoretisch auch gleich die Aufgabe für Dexter erledigen. Na, und ihm dann natürlich das alles abgeben und dann hätten wir das Rezept nämlich auch fertig. Dafür müssten wir aber wahrscheinlich warten, bis es Nacht ist. Habe ich Spielspeicher gedrückt? Ja. Dafür müssen wir wahrscheinlich warten, bis es Nacht ist, damit das funktioniert. Weil wir das Schloss nämlich aufbrechen müssen. Dafür können wir uns auch mal hier in irgendeine Hütte reinschlagen und mal kurz bis Mitternacht knacken. So, zum nächsten, bis um Mitternacht schlafen. Gut. Wir sind voll aufgeladen. Volles Leben und jetzt können wir hier auch einmal zu rumlaufen. Hallo, Carlos Leibach. Was willst du? Kurkalom, man muss ja aufpassen, was man. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Okay. Das sieht lustig aus. Gut, wir sprechen das noch einmal schnell. Denn ich will ihn mal nach dem Rezept fragen. Was willst du? So. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Und das soll alles sein? Ich erwarte die komplette Ernte. Das sind mindestens 100 Stängel. Man muss eben aufpassen, was man. Ist das ein Ernst? Gut, die Quest haben wir auch erreicht. Aber das war doch die komplette Ernte. Was willst du? Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Und das? Wie, das ist noch nicht alles? Hä, der war doch, hat er nicht von einem gesprochen? Moment mal. Die Sumpfkrauternte, was steht da?
Ich lese mal schnell, das könnt ihr ja selber lesen, wenn ihr wollt. Vielleicht gibt es noch eine zweite Sammlergruppe. Okay. Das tut mir leid, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, es gäbe nur eine. Das heißt, wir gehen mal schnell wieder hier irgendwo knacken. Wenn nicht, hauen wir den Typen, der da wohnt. Hier scheint gar keiner zu wohnen mehr. Gut. Und pennen. Und aufstehen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Dann gehen wir auch wieder und machen das. Haut rein, Jungs.